Zum Abschluss der Betrachtung über nicht isolierte DC-DC-Wandler möchte ich jetzt hier nochmal drauf eingehen, auf den sogenannten Mehrquadrantenbetrieb und bidirektionalen Energiefluss bei DC-DC-Wandlern. Was bedeutet das? Wir haben zum Beispiel DC-DC-Wandler, die Gleichstrommotoren versorgen, und dort ist dann gefordert, dass wir gegebenenfalls Spannung und Strom an der Last umkehren können. Zunächst betrachten wir es mal auf Blockebene. Was bedeutet das? Ich habe also hier so einen DC-DC-Wandler, wie wir das auch in der Einführung zu den DC-DC-Wandlern betrachtet hatten, auf Systemebene. Eingangsseitig haben wir eine Quelle angeschlossen, hier symbolisiert als Spannungsquelle mit irgendeiner Spannung UE. Ausgangsseitig haben wir jetzt eine Last angeschlossen, die male ich jetzt hier als irgendeinen Block ein, nicht unbedingt als ohmscher Widerstand. Das könnte zum Beispiel sein ein Gleichstrommotor. Und dann können wir Spannung und Strom betrachten am Ausgang, das heißt hier den Strom IA und die Spannung UA. Und jetzt gibt es Lasten, die erfordern, dass wir die Polarität von Strom und Spannung umkehren können. Das heißt, Lasten erfordern hier unterschiedliche Polaritäten von IA und UA. Was bedeutet das, wenn wir uns so ein Diagramm anschauen, und zwar das Diagramm von Ausgangsspannung über dem Ausgangsstrom, dann können wir hier dieses Diagramm sozusagen in vier Quadranten einteilen, wie wir das aus der Mathematik kennen, in so einem kartesischen Koordinatensystem. Ich habe hier den ersten Quadranten, hier den zweiten Quadranten, den dritten und den vierten. Und dann habe ich hier im ersten Quadranten zum Beispiel Spannung und Strom positiv, im zweiten Quadranten habe ich Spannung positiv, Strom negativ, im dritten Quadranten Spannung negativ, Strom negativ und im vierten Quadranten Spannung negativ und Strom positiv. Und dann können wir unterscheiden, sogenannte Mehrquadrantensteller sind jetzt in der Lage, hier am Ausgang mindestens eine dieser Größen umzupolen, beziehungsweise je nachdem, in wie viel Quadranten hier die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom liegen, dann sprechen wir dann von 1, 2 oder 4 Quadrantensteller. Das heißt, hier können wir sagen, wir können DC-DC-Wandler einteilen in 1, 2 oder 4 Quadrantensteller. Wir werden jetzt im Folgenden die Abkürzung QS für diesen Quadrantensteller benutzen, damit ich das nicht immer aufschreiben muss. Das heißt, ein 2QS ist ein 2-Quadrantensteller und 4QS ist dann ein 4-Quadrantensteller. Mehrquadrantenbetrieb macht eine Aussage darüber, welche Polaritäten am Ausgang eines DC-DC-Wandlers erzeugt werden können. Eine Sache, die zusammenhängt mit dem Mehrquadrantenbetrieb, ist häufig auch bidirektionaler Energiefluss. Was bedeutet das, wenn wir jetzt hier eine Last haben, bei der wir sozusagen die Polarität einer Größe ändern können, das heißt in einen 2-Quadranten-Betrieb gehen, hat das eine Konsequenz auf den Energiefluss. Das heißt tatsächlich, wenn wir jetzt hier so betrachten, UA und IA wären positiv, dann wird Energie übertragen von unserer Quelle zur Last. Das heißt, allgemein gilt, wenn das Produkt UA mal IA größer als 0 ist, werden wir einen Energiefluss von der Quelle zu dieser Last haben. Wenn jetzt aber eine dieser beiden Größen, nur eine, ihre Polarität ändert, dann werden wir hier eine Energie haben, die von der Last zur Quelle zurückfließt. Das heißt, falls UA mal IA kleiner als 0 ist, haben wir einen Energiefluss, der von der Last zur Quellseite zeigt. Das heißt, unsere eigentliche Quelle wird zu einem Verbraucher. Wann kann das passieren? Das kann passieren, wenn wir hier zum Beispiel so eine Last haben wie einen Gleichstrommotor, den wir aktiv bremsen, den wir versuchen, hier den Strom umzukehren, und dann liefert der hier Energie zurück an die elektrische Quelle. Woher kommt die Energie? Das könnte dort zum Beispiel gespeicherte kinetische Energie sein. Jetzt wollen wir uns ein paar Beispiele angucken für 1-Quadranten, 2-Quadranten und 4-Quadrantensteller, beziehungsweise wir wollen eigentlich genau angucken, wie wir uns den 4-Quadrantensteller aus den bekannten Schaltungen ableiten können. Das erste ist der 1-Quadrantensteller. Tatsächlich kennen wir die Schaltung schon, das ist der klassische Tiefsetzsteller. Malen wir ihn hier nochmal auf, diesmal mit IGBT und einer Diode, das heißt, ich habe hier einen IGBT, habe hier unten die Freilaufdiode, das heißt, der Schalter ist als IGBT realisiert. Wir haben dann hier außen unsere Eingangsspannung angeschlossen, also ich schließe hier einen Elektromotor an, einen Gleichstrommotor, an dem jetzt Strom und Spannung betrachtet werden, das heißt, hier der Strom IA und die Spannung UA. Und tatsächlich, der Tiefsetzsteller kann jetzt nur in einem Quadranten arbeiten von diesem Kennlinienfeld bezüglich der Ausgangsspannung und des Ausgangsstromes. Das wollen wir uns kurz ableiten. Betrachten wir zunächst den Strom. Tatsächlich, wir haben den IGBT vom Aufbau her kennengelernt. Wir wissen, der IGBT hat einen PN-Übergang, eine Schwellspannung in
Flussrichtung, wenn er eingeschaltet ist, das wird durch diesen Pfeil hier angegeben. Das heißt tatsächlich beim IGBT kann im eingeschalteten Zustand der Strom nur in diese Richtung über den IGBT fließen. Das heißt tatsächlich, der IGBT erlaubt es, wenn er eingeschaltet ist, nur den Stromfluss von diesem oberen Anschluss in diesen Anschluss raus. Das heißt tatsächlich in der Richtung, wie wir hier den Strom IA eingezeichnet hatten. Bei der Diode fließt der Strom nur von der Anode zur Kathode, wenn die Diode ein ist. Das heißt, schaltet hier der Transistor aus, der Strom fließt kontinuierlich, kann auch über diese Diode nur der Strom in diese Richtung fließen. Das bedeutet also, hier in unserem Koordinatensystem können wir nur bezogen auf den Strom in dem Bereich arbeiten, wo wir positive Ströme haben. Warum ist jetzt auch die Spannung eingeschränkt? Tatsächlich, diese Diode hier verhindert, dass wir überhaupt eine negative Spannung an den Motor anlegen können. Das heißt, würde hier über die Diode eine negative Spannung entstehen, würde die Diode leitend werden und die Spannung auf ihre Flussspannung bzw. im vereinfachten Modell auf 0 Volt begrenzen. Das heißt, dadurch kriegen wir hier eine Ausgangsspannung, die auch immer bloß größer 0 sein kann. Das heißt, zusammengefasst, der Strom IA kann hier bloß größer 0 sein, die Spannung UA kann bloß größer als 0 sein und wir können hier bei dem Tiefsetzsteller sozusagen nur in diesem ersten Quadranten arbeiten. Deswegen können wir den Tiefsetzsteller auch als ein Quadrantensteller betrachten. Jetzt wollen wir uns angucken, wie entsteht jetzt ein Zwei-Quadrantensteller. Tatsächlich werden wir gleich sehen, den kennen wir auch schon. Wir fangen wieder an. Ich habe eigentlich die Schaltung wieder wie vorher. Ich habe hier meinen IGBT. Könnt natürlich hier auch einen anderen Transistor nehmen, aber beim IGBT ist es dann einleuchtend, warum der Stromfluss bloß in eine Richtung ist. Habe dann hier weiterhin meine Last nach Masse angeschlossen. Und jetzt wollen wir hieraus einen Zwei-Quadrantensteller bauen. Tatsächlich, was brauchen wir? Wir müssen hier einen Stromflusspfad ermöglichen, sodass der Strom IA nicht nur in diese Richtung fließen kann, sondern dass wir auch eine Umkehrung des Stromes kriegen können, IA kleiner als 0 in die umgekehrte Richtung. Das machen wir, indem man, wie man sagt, so eine Antiparallelschaltung aus einem Tiefsetzsteller und einem Hochsetzsteller macht. Das heißt tatsächlich, in diesem zweiten Zustand wird Energie zurückgeliefert werden von diesem Motor. Das heißt, die Motorspannung wird weiterhin positiv sein. Warum? Diese Diode verhindert weiterhin eine negative Spannung am Motor. Das ist das gleiche wie hier oben. Aber wenn der Strom umkehrt, liefert jetzt dieser Motor Energie. Und für diesen Betriebszustand, wenn die Energie zurückgeliefert wird, bräuchten wir dann einen Hochsetzsteller, der diese Energie in die Eingangsspannungsquelle UE zurückspeist. Und das machen wir so, dass wir also zu dem IGBT eine antiparallele Diode einbauen und zu der Diode einen weiteren IGBT. Und tatsächlich kennen wir diese Struktur schon. Wir haben jetzt eine Schaltung mit zwei aktiven Schaltern, T1 und T2, und zwei Dioden, D1 und D2. Diese Schaltung ist eigentlich nichts anderes als ein Tiefsetzsteller mit Synchrongleichrichter. Tatsächlich wird er hier häufig nicht in dem Sinne als Synchrongleichrichter bezeichnet, weil hier der Wert drauf gelegt wird, dass wir sozusagen die Energie zurückspeisen können. Was kann jetzt passieren? Jetzt kann der Strom IA zurückfließen über diese Diode, sozusagen im Hochsetzstellerbetrieb sind, oder über den Transistor, aber auch natürlich wie vorher in die umgekehrte Richtung über diesen IGBT und über diese untere Diode fließen. Die Spannung bleibt weiterhin nur positiv, weil diese Diode keine negative Spannung zulässt und diese zweite Diode sozusagen die Spannung UA begrenzt auf maximal UE. Das heißt, wenn wir das jetzt einzeichnen, haben wir jetzt bezogen auf die Ausgangsgrößen in unserem Koordinatensystem jetzt den Fall, dass wir immer positive Ausgangsspannungen haben, aber den Strom umkehren können. Das heißt, das, was wir hier betrachtet haben, ist der erste Zwei-Quadrantensteller. Das ist sozusagen der Zwei-Quadrantensteller mit Stromumkehr. Spannung bleibt weiterhin positiv, aber wir können hier die Stromrichtung umkehren und damit auch den Energiefluss umkehren und machen das, indem wir sozusagen hier einen Tiefsetzsteller antiparallel schalten zu einem Hochsetzsteller. Jetzt gibt es noch einen zweiten Zwei-Quadrantsteller, und zwar den Zwei-Quadrantsteller mit Spannungsumkehr. Und auch dieser lässt sich sozusagen ableiten aus den Grundschaltungen. Das heißt, wir haben weiterhin hier unsere Eingangsspannung UE. Fangen wieder an. Ich habe jetzt wieder den IGBT. Das heißt, hier weiterhin diese Tiefsetzsteller-Grundschaltung IGBT plus Diode T1. Dann nennen wir die jetzt D1. Habe dann hier meine Last angeschlossen. Und jetzt aber im Unterschied habe ich die Last nicht nach Masse angeschlossen, sondern ich habe jetzt hier auf dem anderen Anschluss der Masse sozusagen eine Hochsetzstellerschaltung. Das heißt, ich kann hier einzeichnen einen zweiten IGBT und eine zweite Diode. Und diese Schaltung erlaubt es mir jetzt, einen Betriebsmodus zu machen, dass wir Stromfluss nur in eine Richtung kriegen, aber die Spannung umkehren können. Zunächst wollen wir erklären, warum der Stromfluss nur in eine Richtung. Tatsächlich zeichnen wir wieder den Strom ein, das wäre unser Ausgangsstrom IA, der kann jetzt
in positive Richtung fließen, zum Beispiel über den Transistor T1 und über den zweiten IGBT. In diesem Zustand, wenn die beiden eingeschaltet sind, haben wir eine positive Spannung UA am Motor angelegt. Wenn diese beiden jetzt aber ausschalten, nehmen wir an, die werden gleichzeitig eingeschaltet und schalten dann aus und der Strom fließt weiter in dieselbe Richtung wie vorher, dann werden auf einmal diese Dioden eingeschaltet. Was bedeutet das? Wir kriegen jetzt hier ein Einschalten der beiden Dioden, aber wenn die jetzt eingeschaltet sind, habe ich auf einmal sozusagen eine Umpolung der Spannung am Motor, weil jetzt sozusagen die Anschlüsse vertauscht sind. Vorher ist sozusagen der linke Anschluss mit der positiven mit dem positiven Spannungspol hier verbunden, nachher ist es der rechte Anschluss. Das heißt, in diesem zweiten Zustand kriegen wir dann hier eine negative Spannung am Motor. Und jetzt je nachdem, wie lange man in diesen beiden Zuständen ist, relativ zueinander kann ich entweder eine positive oder eine negative mittlere Spannung kriegen. Das heißt, ich habe hier den zwei Quadrantensteller mit Spannungsumkehr, wieder Kombination ein Tiefsetzsteller plus ein Hochsetzsteller. Es gibt unterschiedliche Ansteuerungsarten, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir wollen nur in unserem Diagramm jetzt zeigen, was haben wir jetzt hier für Möglichkeiten zu arbeiten. Wir können jetzt tatsächlich in diesem ersten und dem vierten Quadranten arbeiten. Das heißt, der Strom wird immer positiv sein, weil die Dioden und die IGBTs immer nur einen Stromfluss von links nach rechts hier sozusagen in den Motor realisieren, aber die Spannung kann jetzt beide Polaritäten annehmen, deswegen ist das der 2-Quadrantensteller mit Spannungsumkehr. Und jetzt wollen wir uns angucken, den sogenannten 4-Quadrantensteller, zu dem wir dann noch mehr betrachten wollen. Tatsächlich der 4-Quadrantensteller, auch als Vollbrücke oder H-Brücke bezeichnet, ist, wenn man so will, die Kombination aus diesen beiden 2-Quadrantenstellern. Das heißt, tatsächlich haben wir hier gesehen, so ein Halbbrückenzweig hier wie bei dem Tiefsetzsteller mit Synchronleichrichter erlaubt es, den Strom umzupolen. Sozusagen ein zweiter Zweig am anderen Anschluss des Motors erlaubt es, die Spannung umzupolen. Und jetzt kombinieren wir einfach die beiden. Jetzt mache ich diesen Zweig auf beide Seiten bei diesem 2-Quadrantensteller mit Spannungsumkehr. Und dann bin ich beim 4-Quadrantensteller, der 4 Transistoren und 4 Dioden hat. Machen wir das kurz auf. Ich habe also hier 2 Transistoren übereinander mit antiparallelen Freilaufdioden. Diese Anordnung bezeichnet man in der Leistungselektronik als einen Halbbrückenzweig oder nur kurz als Halbbrücke. Da haben wir die Eingangsspannung angeschlossen und tatsächlich, wie beim 2-Quadrantensteller mit Spannungsumkehr, haben wir hier den Motor angeschlossen und haben dann auf der anderen Anschlussseite des Motors dieselbe Struktur nochmal, sodass ich jetzt hier insgesamt also 4 Transistoren T1, T2 mit den jeweiligen Freilaufdioden D1, D2 und dann hier T3, T4 mit den Freilaufdioden D3, D4 habe. Also 4 Transistoren, 4 Dioden und aufgrund der Form hier, weil das sozusagen so ein H bildet, mit der Last auch als H-Brücke bezeichnet oder weil es 2 Halbbrücken sind, dann haben wir hier auch die Bezeichnung als Vollbrücke und dieser ist jetzt in der Lage, Ströme in beide Richtungen am Motor zu erzeugen, IA kleiner als 0, IA größer als 0 und gleichzeitig aber auch die Spannung umzukehren. Und damit können wir dann hier einen Elektromotor beispielsweise betreiben, der in beiden Drehrichtungen arbeiten kann und in beiden Drehrichtungen sowohl aktiv abgebremst werden kann, als auch aktiv beschleunigt werden kann. Und das ist eine der Hauptanwendungen dieser Vollbrücke. Tatsächlich, die Vollbrücke hat auch noch andere Anwendungen, wie zum Beispiel in Schaltnetzteilen. Dort, wenn man statt einem Motor einen Transformator anschließen, werden eine Wechselspannung erzeugen für den Transformator und werden dann einen Gleichrichter haben, der aus dieser Wechselspannung wieder eine Gleichspannung gewinnt. Die Vollbrücke ist auch ein Baustein sozusagen für einphasige Wechselrichter, die wir dann im letzten Kapitel kennenlernen werden. Und von der Funktionsweise her können wir das jetzt aufmalen. Das heißt, wenn wir jetzt hier die 4 Quadranten betrachten, können wir jetzt bei dieser Schaltung sowohl Ströme als auch Spannungen umpolen und damit sozusagen beliebige Kombinationen von Strömen und Spannungen realisieren.